Hallo, meine lieben Skorpione. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurer Winter 2024-2025 Legung. Gemeinsam mit euch möchte ich gerne schauen, was die Energie im Winter für euch bereithält. Und ich freue mich letztendlich, weil die ersten Legungen, die ich in dieser Art gelegt habe, die sind ganz toll geworden. Und die sind ganz spannend und interessanterweise sehr, sehr zutreffend, meine Lieben. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie sich das jetzt hier bei euch entwickelt. Wir fangen an mit den Weisheitskarten. Ich habe das Tarot dabei, ich habe auch die Seelenbotschaften dabei und ich habe zum Schluss wieder die Manifestationskarten mit dabei. Ja, und ihr seid so lieb und prüft mal, inwiefern ihr da eine Symbiose zu dieser Legung findet, inwiefern ihr da schon eine Verbindung spürt. Und wenn nicht, speichert euch gerne das Video ab. Und ihr könnt euch natürlich auch sehr, sehr gerne, und es passt hier wieder sehr gut, mit den Manifestationskarten, der Wunschbrunnen. Also es ist die richtige Wahl auch für euch gewesen. Und fühlt einfach gerne mal rein, inwiefern ihr damit in Resonanz geht. Ansonsten Mond, Venus, Aszendentzeichen anschauen oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr euch das Video speichert, könnt ihr euch sehr gerne auch diese Legung anschauen. Ich werde jede einzelne Karte mit einer Neunerlegung klären. Also es wird heute etwas intensiver werden, liebe Skorpione. Aber es scheint ja hier eine Energie zu sein. Also ich habe hier ein Kollektiv der Skorpione, die sehr, sehr fleißig sind. Ja, und dein Leben könnte sich dahingehend in eine ganz tolle Richtung entwickeln, wenn du ein Stück weit dich für dich selbst entscheidest, für dein produktives Sein oder die Veränderung. Das heißt, wenn in deinem Leben etwas nicht so klasse ist oder so toll ist und du fängst an, in die Manifestation zu gehen, dass auf der Welle des Erfolges du schwimmen könntest. Also es wird sich etwas ins Positive verändern. Und der magische Fluss ist letztendlich, dass einerseits du das Gefühl hast, das Leben ist magisch, andererseits möchte aber etwas Altes auch zum Abschluss kommen. Das ist mit der 9, 18 Quersumme 9, ist das auch nochmal ein Hinweis dafür, dass du auch ein Stück weit alte Themen in die Heilung bringen könntest. Und ich habe hier den magischen Kartenwandler auf der Rückseite als Hauptenergie. Das bedeutet, hier ein Stück weit gibt es einige Skorpione, die sich auch im Winter nochmal eine Kartenlegung buchen oder mit Energien arbeiten werden, wie auch immer. Also da sehe ich ganz viel Eigeninitiative, Beratung, Unterstützung einholen, um dass du deinen persönlichen Weg, deinen Werdegang hier auch erfolgreich bestreiten kannst. Ich werde jetzt das Maximum dieses Bildschirms ausnutzen, weil, meine lieben Skorpione, es wird nachher wirklich voll werden. Und wie gesagt, zu jeder Karte werde ich hier eine Neunerlegung legen und werde gucken, inwiefern hier welches Thema sich zeigen möchte. Ja, das sind halt diese Überschriften und da gehen wir jetzt einfach mal ein Stück weit rein. Also der Wunschbrunnen, um was geht es hier beim Skorpion im Bereich Manifestation? Liebes Universum, ich bitte für die Skorpione um Botschaften. Zum Thema Wunschbrunnen, was haben wir hier? Ja, die Leichtigkeit. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, lieber Skorpion, dass du dir wünschst, etwas leichter zu werden. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du eine gewisse Schwere mit dir trägst. Ja, dass die Themen, weil du ja ein Kelchzeichen bist, dass du da dahingehend sehr, doch sehr überlegt bist. Und das bringt dir eine gewisse Schwere, weil dieses Überlegtsein ist Entscheidungsunfreudigkeit. Wir haben den Wankelmut. Und da könnte man jetzt sagen, wieso musst du überlegen, in die Leichtigkeit zu kommen? Das ist ein Thema, was du dir anschauen darfst. Also ich denke, hier ist ganz wichtig zu überprüfen, warum habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht entscheiden. Ja, es geht hier aber auch um die direkte Aussprache bei dir. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Es geht darum, lieber Skorpion, dass du wirklich durch klares Ausformulieren, Manifestation, Wunschbrunnen, was möchtest du? Also auch da, dass du da ganz klar in die Ausformulierung gehst, in die Klarheit gehst, in die Direktheit gehst, um dann letztendlich mit ein bisschen Übung in die Leichtigkeit zu kommen, die Dinge zu manifestieren oder generell in die Leichtigkeit an sich zu kommen, ja?
Also je nachdem, wie sehr du abtauchst und wie sehr du dir Dinge zu Herzen nimmst und nicht hinterfragst, wieso ist das so. Du hast nämlich Ziele, Wünsche, Träume mit 9 der Kelche. Ja, da sehe ich schon wieder den Wunsch in Bezug auf die Leichtigkeit, das Vorankommen, aus dem Wankelmut rauszukommen mit dem Wagen und voranzugehen in Richtung Wunscherfüllung. Also ich habe das Gefühl, dass du im Winter keine Lust mehr hast auf diese Stagnation. Und hier geht es wirklich um deine persönliche Entwicklung, um deinen Mehrwert. 9 der Münzen kann sein, dass du sagst, also du gehst aus einer Beziehung raus, weil du dich nicht mehr getragen fühlst, weil du sagst, die Beziehung, mit der ich gerade oder in der ich gerade lebe, die erfüllt mich derart nicht mehr, so wie ich es mir gewünscht oder erhofft habe. Man hat sich zu sehr auseinandergelebt. Die andere Sache, die ich hier sehe, wenn du sagst, nein, alles gut, dass du in Richtung Wunscherfüllung und Ziele, dass du mehr in die Manifestation gehst, in die Entscheidungsfreudigkeit gehst und aber auch deine Wertigkeit, die wird sich hier verändern. Mit 9 der Münzen habe ich hier einen Skorpion liegen, der mehr ins Wertebewusstsein kommt. Und da ist das, was du vorher warst, ich mache jedem alles recht und vergesse mich erfolgreich selber, das ist nicht mehr zielführend für dich. Ich habe die 10 der Münzen, spricht auch dafür, dass du mehr in finanzielle Richtung schaust. Ja, wir haben den König der Stäbe und was haben wir hier noch? Und wir haben die 6 der Kelche. 6 der Kelche ist die Nostalgiekarte. Ich denke, du wirst hier jemanden in die Vergangenheit versetzen. Du wirst aus der finanziellen Abhängigkeit rausgehen. Du wirst in eine stabile Zeit gehen. Du wirst dir deine Wünsche, Ziele, Träume erfüllen durch Manifestation, durch Eigenermächtigung, dass du sagst, ich bin mein eigener Schöpfer, ich kann die Dinge in die Hand nehmen. Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich das ändern. Das ist meine Aufgabe. Und das könntest du normalerweise mit einer guten Portion Leichtigkeit hier tun, ja, indem du dir darüber im Klaren wirst, dass du letztendlich dich nicht mehr aufhalten lassen möchtest. Ja, du möchtest hier weiter und der König der Stäbe und der Wankelmut bedeutet für die Singles, sie entscheiden sich nicht für sich, sondern also nicht für diesen Partner, sondern für sich selber. Sie entscheiden sich für sich, wollte ich sagen. Das wirst du auch dann, wenn du gemerkt hast, dass du einen neuen Weg einschlägst und das läuft auf einmal und du hast das Gefühl, es öffnen sich Türen, wo du nicht gedacht hättest, dass sich Türen öffnen, dann fließt das Geld, dann fließen deine Wunscherfüllung, du kommst wieder mehr in deine Kraft. Das machst du aber nicht abhängig von einem Gegenüber, sondern das ist deine Wertigkeit, die hier gelebt wird. Und in der Vergangenheit, denke ich, da warst du ein Stück weit abhängig von jemandem oder hast immer gedacht, ich kann nur das Leben führen, wenn ich jemanden an meiner Seite habe. Ja, du wirst aber auch, selbst wenn du eine gesunde Beziehung lebst, lieber Skorpion, wirst du in die Eigenermächtigung kommen und wirst dir durch die 10 der Münzen und die 9 der Münzen, wirst du in eine neue Wertigkeit kommen, wo du sagst, ich bin es mir aber wert, hier voranzugehen. Und das ist das, was ich manifestiere. Also meine Ziele, Wünsche, Träume manifestiere ich mir. Und das ist das, um was es hier geht. So, es kommt etwas ins Fließen, auf der Welle des Erfolges. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich werde das alles mal ein bisschen zusammenschieben, dass wir genügend Platz haben, lieber Skorpion, auch für dich. So, was ist denn hier auf der Welle des Erfolges? Was haben wir hier für den Skorpion bitte für ein Thema? Ah, okay. Ja, du wirst darum kämpfen müssen, habe ich das Gefühl. Du wirst darum kämpfen müssen. Du hast hier Konflikte mit entweder einer Person oder verschiedenen Personen. Das ist ein Zustand, der dich stagnieren lässt. Ja, da gehst du in die Planung. Weil du möchtest hier relativ, und das finde ich ganz spannend, du möchtest hier relativ schnell voran. Also aus diesem negativen Sein möchtest du raus, ja, aus Blockaden, Streitgesprächen, Konflikten. Da suchst du einen Weg mit 2 der Stäbe, um
in die Energie des Ritter der Stäbe zu kommen. Also das heißt, von einer stagnierenden, planenden Energie aufgrund von Konflikten, Streitigkeiten, versuchst du aber für dich weiterhin positiv erfolgreich nach vorne zu schauen, ja, und relativ schnell voranzukommen. Es könnte auch sein, dass hier jemand kommt mit als Ritter der Stäbe. Das ist die körperliche Liebe, wenn wir nicht auf dich selbst schauen im Vorangehen, sondern du überlegst, möchte ich, vielleicht hast du in der Vergangenheit sehr viel On-Off-Beziehung gehabt oder generell offene Beziehung gehabt. Und du, auch hier verändert sich die Wertigkeit. Du kommst mit zwei der Stäbe in die Planung und auf einmal kommt der Konflikt in Bezug auf den One-Night-Stand, die körperliche Liebe, nichts Festes. Also du willst schon hier eine Veränderung in deinem Leben haben. Ja, sei es die Persönlichkeit, hier voranzukommen, um dazu oder um darum zu kämpfen, wie ist es, wenn ich mich verändere? Und das ist so, wenn man eine ganze Weile einen gewissen Modus gefahren hat und das Umfeld hat sich an dich gewöhnt, dann kommen automatisch die Konflikte, weil du dich weiterentwickeln möchtest. Du bekommst andere Sichtweisen, du fühlst anders und da könnte es sehr gut sein, dass dein Umfeld, jemand aus deinem Umfeld hier mit Konflikten reagiert. So, zwei der Kelche, Gespräche von Herz zu Herz habe ich hier. Der hängende Mann, das ist hier eine Stagnationskarte. Du hörst, du stagnierst, fühlst und schaust dir, was in diesen Gesprächen passiert, aus einer anderen Perspektive an. Also du bist kein Unmensch, sondern du bist jemand, der sich das wirklich anschaut, weil du dir sagst, das Geben und Nehmen darf hier im Einklang sein. Das ist das, was für dich ganz, ganz wichtig ist. Und da wirst du definitiv das eine oder andere verändern und wirst durch die Energie des gehängten Mannes auch ins Fühlen kommen. Also auch mit der Stagnation hier, mit dem Planen und dem, also zwei der Stäbe und dem gehängten Mann. Du bist kein Unmensch, Skorpion, sondern du versuchst es dahingehend, ich will nicht sagen, jedem recht zu machen, aber du versuchst eine Lösung zu finden für die Dinge, die da auf dich zukommen. Weil dein Ziel, dein Fokus ist letztendlich der Erfolg. Ja, und hier ist der Neuanfang. Es kann ein Neuanfang sein mit einem neuen Menschen. Das kann dein persönlicher Neuanfang sein. Du wirst auf jeden Fall in Bezug auf den Neuanfang etwas Altes hinter dir lassen. Und ich denke ganz klar, dass du ein Stück weit jemanden hinterher trauerst, weil natürlich findest du das auch schade, dass das so, wie es sich hätte entwickeln können, sich nicht entwickeln tut oder es sich nicht entwickelt hat. Und mit sieben der Münzen bist du hier in dem Modus der Reflexion und du weißt auch, du darfst für alles Neue, was da kommt, Geduld mit dir selber haben, weil du hier etwas noch zu verarbeiten hast. Und sobald du mit den fünf der Kelche durch bist, dass du sagst, ich freue mich, dass ich zwei der Kelche habe, die voll sind und traue jetzt nicht dem anderen Kelch hinterher, ist das für dich natürlich eine Energie, die total positiv sich entwickeln könnte, weil die Ansicht, dass du dich über das, was du noch hast, freust und nicht dem hinterher trauerst, weil das andere, wenn du jemandem hinterher trauerst oder einer Situation, dann zieht das ganz doll Energie, ja, und da bist du dann sehr negativ oder du musst sehr viel Kraft aufwenden und es ist einfacher loszulassen, ja. Okay, meine Lieben, also da nochmal so ein bisschen korrektiv schauen, warum halte ich noch an einer Situation fest, wenn ich hier aber die Möglichkeit für einen Neuanfang haben könnte, ja, das ist etwas, was du dir bitte nochmal anschauen darfst. So, der magische Fluss. Da entwickelt sich etwas ganz toll. Das ist magisch, mystisch. Das ist das, womit du nicht rechnest. Ja, diese Entwicklung, mit der rechnest du nicht. Ja, Page der Münzen. Was haben wir noch? Acht der Kelche. Und wow. Also, pass auf, lieber Skorpion, du wirst dich hier auf das, was dich absolut, wo du einen absoluten Hype drauf hast, was dich absolut interessiert, da wirst du dich drauf fokussieren, ja.
Ich sehe hier auch teilweise wirklich neue Wege, die du hier gehen könntest. Aber mit Bedacht, ein Page der Münzen ist jemand, der sehr, sehr langsam geht, der einen neuen Weg geht. Ja, und mit den Acht der Kelche ist es die Bestätigung, dass du einen alten Zustand verlässt, etwas Altes, was dich nicht mehr interessiert, was, wo du sagst, das ist nicht mehr meins, das wirst du, weil du dich neu ausrichtest mit der Hohenpriesterin, und dich nur noch auf das fokussierst, was dich interessiert. Das ist ein magischer Zustand. Das ist etwas, wo du sagst, es ist nicht von dieser Welt. Und das ist etwas, was dir gut tut, Skorpion. So, dann schauen wir mal, wie geht's denn hier weiter? Da könnte jemand Neues in ein Feld kommen. Das ist interessant. Das ist interessant. Jemand, mit dem du neue Wege gehen kannst. Aber das ist sehr schön. Es ist jemand, der dir die Zeit gibt und der auch keine Eile hat, sondern wo man gemeinsam neue Wege bestreiten tut. Man wächst gemeinsam zusammen. Wenn du jemanden hast, wo du sagst, nein, ich habe keine Trennung hinter mir, dann ist das hier ein Merkmal, dass du neue Wege mit jemandem zusammengehst. Also es ist ein stabiles Fundament mit dieser Person, mit der du hier gehst. Und mit den Sechs der Schwertern ist auch wieder die Bestätigung wie Acht der Kelche, du verlässt etwas Altes. Sei es, dass du es alleine tust, sei es, dass du das mit einem Partner zusammen machst. Wie geht's denn hier weiter, bitte? Ja, es gibt hier noch so ein paar Unstimmigkeiten. Es gibt hier mit Sieben der Stäbe nochmal einige Diskussionen. Man hat das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, weil hier noch etwas nicht ausgeglichen ist. Es wird aber ausgeglichen mit Temperance, auch diese Entscheidung, Kompromisse. Und man wird hier eine gesunde Portion an Kreativität an den Tag legen, oder wenn du es mit Kindern zu tun hast, könnte es hier auch nochmal sein, dass es hier nochmal eine Diskussion gibt, wo man ja mit Kindern, wenn sie noch minderjährig sind, die müssen den Weg mitgehen, ja, ganz klar. Und da könnte es sein, dass es hier nochmal zu Komplikationen, zu kleinen Auseinandersetzungen gibt oder kommt. Fakt ist aber, es wird für alle Beteiligten, und das ist das Schöne, es wird für alle Beteiligten eine neue Zeit anfangen. Es wird Kompromisse geben, aber es ist so, dass du, Skorpion, definitiv deinen Weg gehst. Und ja, guckt mal, wir haben Judgment. Es ist ein karmischer Zyklus, der hier beendet wird. Also, dass du etwas Altes in Leichtigkeit gehen lassen kannst, das bedeutet auch vergeben, ja, Akzeptanz. Vergeben bedeutet nicht, dass man alles gutheißen muss, was andere mit einem gemacht haben oder was man selber zugelassen hat, sondern vergeben bedeutet letztendlich auch loslassen. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das bitte nochmal in euer Feld lasst. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr euch da nicht verschließt, eure Herzen verschließt, sondern dass ihr euch für diese Situation öffnet. Ja, wir haben die Dankbarkeit, und zwar Dankbarkeit, dass, wenn ihr manifestiert habt, dass diese Wünsche, die da in euer Feld kommen, dass das wirklich passiert. Wie viele Leute können nicht richtig manifestieren und denken, ach, das wird sowieso nichts. Und ja, beschäftige dich gerne mit diesem Thema. Ich kann aus Erfahrung sagen, es funktioniert. Ja, so. Wenn du da Unterstützung und Hilfe brauchst, dann kannst du dich natürlich gerne melden. Dann gucken wir uns das Ganze mal bei dir an. Auf der Welle des Erfolges, da hätte ich gerne auch noch mal eine Botschaft, bitte. Die Gnade, ja, ne, auch da wieder dir vergeben, verzeihen, dass du. Manchmal hat man so Menschen, die sagen, oh, ich war so lange erfolglos, ne, auch sich dem zu vergeben oder der Situation Gnade walten lassen, weil du warst einfach noch nicht so weit. Ja, das ist dieses göttliche Timing. Zur rechten Zeit wird sich das in deinem Leben entwickeln können, was sich entwickeln darf. Weil was hast du davon, wenn sich etwas entwickelt und du bist noch gar nicht bereit dafür? Dann kann es nicht funktionieren. Und das ist das, was du verstehen darfst. Ja. Ja, genau. Und der magische Fluss ist ein Vorbote für den Übergang, den du hier erleben wirst und den du hier leben kannst. Es ist dein Erwachungsprozess,
Ja, ich sag ja, das Alte möchte gehen und etwas Neues möchte hier entstehen. Das ist ganz klar bei dir. Und du bist absolut in der Phase der Erneuerung. So, wir gucken mal, welches Manifestations- oder welche Manifestationskarte sich jetzt zeigen möchte. Und gucken wir mal, meine Lieben. Ach, das ist schön. Mit Freundlichkeit gewinnen alle. Hegst du über jemanden unfreundliche Gedanken, so werden sich diese unfreundlichen Gedanken in deinem Leben manifestieren. Du kannst einen anderen Menschen mit deinen Gedanken nicht schaden. Du schadest nur dir selbst. Das ist das, was ich gesagt habe, ne? Diese Gnade, dieses Verzeihen. Es möchte etwas Altes gehen. Es hat seinen Grund gehabt, warum das so passiert ist. Ja? Und es ist wichtig, dass man sich das nochmal verinnerlicht und damit Frieden schließt. Und hegst du freundliche Gedanken über andere? Wer wird wohl davon profitieren? Du. Und das ist hier dieser Punkt, der hier nochmal sich zeigen möchte, lieber Skorpion. Also, es gibt natürlich, gibt es immer unterschiedliche Themen, um Gottes Willen, ja, wo man sagt, also es gibt so viele Menschen, die sagen, ich kann nicht verzeihen, ich kann nicht vergeben. Wie gesagt, du schadest dir damit selber, ja. Es sind in meiner Wahrnehmung Seelenvereinbarungen, die hier getroffen worden sind. Auch wenn du sagst, ich wurde verletzt, dann gibt es mal jemanden, der dich verletzt hat und du, der es zugelassen hat, damit du letztendlich diesen Prozess gehen kannst. Schwer zu verstehen für Menschen, die noch nicht ganz erwacht sind. Ich weiß das, aber wenn du dich mit dieser Thematik mehr beschäftigst, lieber Skorpion, und aus der Opferrolle mal raustrittst, ja, und dir mal deine persönliche Entwicklung aus einer äußeren Warte aus anschaust, also ich meine raus aus deinem Körper und schau dich mal selber an, wie du in den gewissen Situationen reagiert hast, dann wirst du langsam Stück für Stück verstehen, was ich jetzt hier erzählt habe. Wenn du dazu Hilfe brauchst, lieber Skorpion, kannst du dich sehr, sehr gerne melden. Ich bin gerne für dich da. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Winter. Denke daran, ein karmischer Zyklus möchte schließen. So nach Motto, also aus der Opferrolle raus, in eine stärkere Präsenz, in eine Stabilität. Das kann es hier sehr gut sein. Manifestation und Übergang, Gnade sind alles Themen, wo du ins Vergeben, ins Verzeihen kannst, in die Neuorientierung, Neustrukturierung gehen darfst. Und dieser Übergang wäre zu schön, wenn der Übergang so schön ist. Manchmal ist es halt so, dass es schon ein bisschen weh tut. Und es muss es auch, sonst würden wir uns nicht verändern. In diesem Sinne, bleib stabil. Danke für dein Abo, dein Like, deinen Kommentar. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weit helfen und wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.